So, wir machen weiter. Willkommen bei Let's Play Love mit Neo Energy und Shagana. Wir waren letztens stehen geblieben, kurz bevor wir aufs Klo rennen, um die Frau mit den roten Haaren zu retten, ne? Ja, ja, das war sie. Waren sie nicht lila? Ne, ich glaube, die waren blau. Irgend sowas. Ein bisschen besser aufpassen beim Stream. So, dann laufen wir mal durch die Tür jetzt. Ja, sie will jetzt auch los. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Aus dem Weg, ich muss aufs Klo. Das sieht doch so auch. Ja, sie läuft auch so mit zu den Füßen. Okay, Max, retrace every step. Wir sind da in den Spiegel. I washed my face. Genau. I shredded my photo. Ganz normal, dann kam der Schmetterling. And I took a photo. Und dann kam der Typ rein. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. So, yeah. Armbar. I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would. Da ist ein Hammer. Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho. Aber uff. Das war schon zu spät. If I can reverse time again, I can help her. Mal zurück. Zurück in den Bade. To get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak. Das sind ja blaue Haare. Blau. Ja. Naja, blau und lila ist jetzt auch nicht so weit. Another shitty day. Außerdem rot und blau gibt lila. That did not happen. This cannot be real. Vorher rot gesagt. I just saw her. Hat gesagt lila, hast du gesagt blau. What the fuck is going on? Habe ich rot gesagt? Bist du sicher? Du hast zuerst rot gesagt, dann hast du blau gesagt, nachdem ich lila gesagt habe. Okay, ich streite nicht. Ich habe den Beweis auf YouTube. Ja, gut. Du hast gesagt rote Haare. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Missy. Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Security. War das nicht vorher, der hat den Boden geputzt? Nee, das war ein anderer. Sieht aber ähnlich aus. Nee, bei dem hast du jetzt verschissen. Ja. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Ja. Does he hate me? You look noch a little nicht. Stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. So, diesmal verpetze ich ihn nicht. Doch, verpetze ihn erstmal. Nein, verpetze ihn nicht. Ein reiches Sündchen bringt ihn nicht. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around. Werde ich sagen, ich bin ja nur der Co-Pilot. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Tja. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth.
3 Wochen da, macht schon Stress. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du dein Stipendium verlierst. Na, ist klar. Ich glaube, bei mir in der Schule haben die Frauen, die Mädels auch am meisten Stress gemacht. Das ist klar. Wir Jungs, wir waren immer artig und brav. Mm, ja, ja. Respektvoll genau. Zu unseren Lehrern. Ja, ja. Überall dieses Poster auf dem Boden. Ja, die kann aber noch nicht so lange weg sein dann, ne? Ja. Weggeflogen. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? No, ja, mach. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Manson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Naja, bei dem, was gerade vorgefallen ist. Und Rachel, die werden dann auch nicht vermisst wahrscheinlich, ne? Ist das nicht der Typ, der da gerade die Knarre hatte? Weiß ich gar nicht. Ich mach mal. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Nee, das war der... Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Tja, was machen wir? Kameras oder keine Kamera? Du hast letztes Mal gesagt, unterschreiben. Nee, nicht unterschreiben für das, dass wir Kameras kriegen, hatte ich gesagt. Unterschreiben war ja... Achso, ja, ich war ja eher der, der Snowdens Erbe. Und du bist am Steuer, du darfst entscheiden. Supi. Wie immer, keine Hilfe. Ja. Ich bin für Kameras. Miss Grant, I totally Scheiß halt auf Snowden! Scheiß halt! Some security cameras make me feel a little safer. Ah, unglaublich. Aber jetzt hab ich bei der auch verschissen. When private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Hm. Ich wollte mal so. Ich mach das anders. Hm? Keine Kameras. Nee, ich will nicht bei dir auch verschissen haben. Stau, kannst du schneller zurückspielen? Ja, schon. Ich weiß ja nicht, wie weit. Jetzt bist du. Sprechen. Das mit dem Zurückspulen muss ich noch gucken. Jetzt. Boah, bin ich ja bis ganz zurück gewesen. Ja, wenn du so machst, muss ich... At least I know where you stand, Max. Always in front of the camera. Also nicht, ob ich zurück... Jetzt ja, siehst du, ich muss zurück. Das ganze Gespräch zurückspulen. Oh. Auf ein neues. Hi, Miss Grant. Sure, I... David Madsen, I... Das hätte Rachel helfen können, nehmen wir diesen. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a nope. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Mm-hmm. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our... Dann unterschreibt man diesmal. Absolutely. Yeah, Snowden gewinnt. Pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Siehste, das meinte ich. Jetzt bin ich eine Lieblingsschülerin.
Oh, wie in real life. Nicht wirklich. Ah, jetzt was haben wir das da? Also, Stalker. Mal ganz zurück hier. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Hm. Bitte. Zieh dir auf jeden Fall eine Romantik auf meinen Stick an. Mohaha. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss in den Physiktest büffeln. Aber irgendwie ist das immer sehr einseitig, oder? Ach, schreibt halt. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. Hi Max, kannst du mir einen Stick mitbringen? Ich brauche Info und Platz. Hallo? Wäre jetzt dein Part, oder? Ja, sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit, bis gleich. Hoffentlich. Ja, ne? Ist aber sehr einseitig. Ja, das ist halt so. Und wer ist das jetzt? Ich kenne zwar das Bild, aber wer ist das? Wie heißt der? Ist der Skater gewesen? Weiß ich nicht. Ja, ne? Und dann war ja noch Tagebuch. Ja, es waren vorher auf 8. Das kam noch dazu. Schmetterling. Gerettet. Zeit zurück. Juhu. Das ist wieder Flat 1, muss wieder einen zurück. So. Besser geht's nicht. Verlassen. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Mr. Yeah. Jefferson has such a gift for different styles. Du willst nochmal ein Tagebuch öffnen? Nee. Der stand da, aber da. Ja doch, die hatten eine Notiz im Tagebuch. Ach so, hier, ja, genau. Jetzt habe ich gerade gesehen. Ziel? Ich muss wo ans USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Gut. Hatten wir hier die Schnitte, wir nichts wissen. So haben wir die Feueralarmübung auch alle durchgezogen. Das da? Ach, das ist der mit schwebt der in der Luft. Mensch. Das da meinst du? Ist das nicht so eine Drohne? Fotodrohne. Aber dann so uralte Kameras und Zeug, aber dann eine Drohne. Ach, guck mal. Der hat schon eine bessere. Er hat ein Fotoalbum. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Na, frag ihn doch. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Robert Capa, natürlich. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. This is what I'm saying. Could you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to any. I'd be honored, sir. Darf ich es jetzt angucken? Lesen. These photos are great. Rachel, Rachel. And Rachel Amber's face is mesmerizing. 2012, 2000. Die Rachel gibt's ja nicht mehr, die ist jetzt weg. Jo. Scheinbar 13 war noch das jetzt, oder? Vielleicht nochmal mit ihm, vielleicht kann er was über die Rachel erzählen. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her vortex club click, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Hm. Also ja. Nun ja. Bild. I need to go there and grab Warren's flash drive. Ja, aber wir gehen erstmal nach Luke. Skywalker ist am Start. Oh, Graffiti. Vortex Club. Sucks. Clever. Gleiche Meinung. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Okay. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He picked his own people like his parents own Blackwell.
Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty. Er war wohl das mit dem auf dem Tisch, hä? Somebody needs to take that prick down. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice. You sheep. Herdentier. You sheep. Herdentier. Gute Übersetzung. Ein Schlafschaf. Wäre wahrscheinlich die richtige. Ach, der. Der Gemobbte. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Der hat bestimmt auch Rachel gemalt und danach vergessen. Wäre mir eine Ehre. Ja, mach mal halt mal. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real... Das sag ich doch! Alle sind auf das Ende. Oh Mann. Mm, die hat geschmeckt. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Ist auf jeden Fall Psycho. So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way! You're a good substitute, Muse. Das T-Shirt ist auch toll. Oh, that's a good posture. Good. Good. Yum, yum. Da fliegt die Drohne. Ja, so. Wobei das noch ein relativ großes Modell. Best ist ja so eine Kamera drauf. Vielleicht sieht's nicht aus, ne? Mhm. Jetzt kommt's auf Facebook. Die Tat wird Konsequenzen haben. Ich hab dir gesagt, über die Fressen. Naja, lass mal nicht mehr. Oh, Skaterboy. Oh, Skaterboy. Nicht mit dir reden will. Nee. Aber seine Freunde vielleicht da hinten. Soll mal runterschubsen. Aber hier fliegt die Drohne rum. Ich höre sie. Ja, das ist eine typische Kameradrohne. Sie filmt mich. Das ist Justin. Biber wieder mit Brille. Vielleicht kann er uns noch ein bisschen was über Rachel erzählen, ne? Mhm. Scheint ja jeder gekannt zu haben. Check out the Max. Come to Thrash? Oh ja. Thrash? You mean stage diving or? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ah, spiel mal zurück. Ja, das, der will, dass ich skate. War toll, und wahrscheinlich noch hinfliegen. Yo, Justin. Check out the Max. Check out the Max. Nose slide to you. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Was wollen wir denn sehen von dem, was er gesprochen hat, oder? Naja, der Tree Flip wäre doch cool. Nose Slide hört sich so an, wenn man auf so nass landet. Ja, dann probier Nose Slide aus. I'd love to see a Nose Slide. Let's get Trevor all over that action. Ach, das macht er nicht selber. Ah, okay. Wie er dasteht, ey. Läuft, Junge, läuft. You never really escaped Betty. Wollen wir mal hier sagen, wir waren's mal? Ja, komm, dann gehörst du zumindest dazu. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Ja, Freund. Das ist bestimmt die vom Klo. Die sieht so nach Punk aus. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore.
She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Hallo, Grand Katana. Willkommen beim Stream. Sometimes. One day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, man. Oh, man. That's off. Oh, schon wieder das Poster. Ein anderes Poster diesmal. I could go for a burger now. Spielgruppe. Blackwell Wissenschaftler. Okay. Jede Woche wird noch angekündigt. Basiswissen zu Schmierigern und Etikette erwünscht. Cosplay-Mädchen. Und Mädchen willkommen. Damals okay. Willen. Da können wir Fotos machen. So. Münzen. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Ah, aber kannst du kein Foto machen. Naja. Hinsetzen. This day has been so insane. Everything is happening too fast. Oh. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. Oh, würde mich auch interessieren, wie sie dazu kommt, ne? I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Mhm. Oh, wenn du Leertaste drückst, dann. Ach, guck mal, ein Eichhörnchen. Läuft es weg? Ey, das ist aber unerschrocken. Sehr froh, dass sich nie angreift. Ja. Hier, die kennen wir doch auch. Vielleicht weiß sie ja auch was. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Jetzt wieder so ein Teenie-Talk. Der Lehrer, der so hübsch ist und schön und cool. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Mm-hmm. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Mm-hmm. So, okay. You knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Lehrer und Schüler, ich höre das so. Die dann plötzlich vermisst wurde? Ja, ja. Also, da gibt's ein paar Gründe, ne, warum sie weg ist. Ja. Da ist noch die mit dem Dings, oder? Den Laptop da. Ja. Nee, dann doch. Rook. Eden. Denke nicht, ne? Naja, doch, der stand da auf dem Flur. Hey, Hayden. There she is. The retro selfie map. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Okay. Especially when one represents mm-hmm. the Vortex Club. Ja, not genau. The most. Mach mal den Club aus. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Okay. Richtig. You mean hang with a Vortex Club?
That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Mhm. Rachel. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's okay. Voodoo doll. Kill the rich kid. Alright, okay. Fun guy to hang with. Fuck the haters. Auch eine Einstellung. Stabil, ne? He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Okay. Victoria Rachel. Stimmt nicht. Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for all of us. And I'll deny I ever said that. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Von der Aussage wie auch gar nichts. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Aha. Wie, mit zwei? Okay. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Das ist ein Fall zum Zurückspulen, hä? Na, versuch mal. Und nochmal. Hi, Brooke. Der hat sogar eine Tasche. You wanna fly my drone? Neben dann. I'd love to. I love planes and balloons. This is new. Aber ja, das gleiche, was du. Ich hab gedacht. Right? You read too many. Naja, ich dachte, eventuell kann ich eine bessere Antwort geben. Schau mal nochmal zurück. Schau mal erstmal in die Tasche von ihr. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. Ah, danke. B400. Ab 14 Jahre. HD-Auflösung. Easy Control steht hier. Jetzt muss man das sagen, ey, du hast den B400. Hi, Brooke. Let me guess. Yep. Mhm. That looks like a high fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? Deine Tasche ist offen. Especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here. Give the drone a whirl around campus. Oh, oh. Man muss gleich kaputt. Kannst du die aktiv steuern, oder? Nee, leider nicht. Mal gucken, vielleicht sehen wir was, ne? Was wir nicht sehen dürfen. Man weiß es ja nicht. Gucken wir mal ein bisschen. Oh, und kaputt. Na, wir können steuern. Na, ich zweifle noch ein bisschen. Ah, whoop. Doch, sie kann steuern.
Sonst wärst du da hängen geblieben. Also eine Drohne an sich wäre schon cool, ne? Ja. Schule? Ja. Ich glaube, wir entdecken nichts mehr, ha? Oder? Glaube ich jetzt das gleiche nochmal, ne? Gleiche Flugwinkel. Ja, ich glaube schon. So, dann haben wir es. Sprechen wir nochmal mit dir. Vielleicht hat sie jetzt was, ne? I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here. Give the drone a whirl around campus. Nochmal. Ne, ja, das hatten wir ja schon. Nee, die wirst du uns nicht reden. Gut, gut. Hier auch was? Baum. Supi. Baum. Ah, deswegen. So bizarro to be back here after 5 years. Ach, guck mal, die war hier schon mal. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. Hm. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man. These are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Und die amerikanische Flagge wieder. Okay. Patriotisch, deswegen wählen sie auch Trump alle. Huh? Genug sinniert. Schauen wir mal. Da noch was finden. Ein Schild. Parkplatz, da wartet er. Den USB-Stick holen, ne? Ich wollte hier sehen, noch gucken. Gibt's denn hier noch? I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Bibelstudy. Bibelkreis. Stopp das Mobbing. Niemand, der mobbt, hält sich für einen schlechten Menschen. Denk nach, bevor du handelst. Wenn du die Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche www.blablabla. Wir stehen hinter dir. Und natürlich der obligatorische Bibelkreis auf der Suche nach anderen Christen für Lesungen und Diskussionen. Aber immer noch das Oberste. Multitasking. Beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum, bla bla, in Oregon. Tja, ne? Das so alles steht. Immer diese Facebook-Hater. Swimming pool, warning. 6 a.m. bis 7 a.m. Eine Stunde? And this is where the otters perform their aquatic magic. Aha. Otter power? I'm so not there. Schwimmteam. They sure get a lot of mileage out of otter power. Ausgenudelt. Oh, das sind Schlotter. Oh, knackig. Oder wie dickes Eichhörnchen. Hm, das ist dich gar nicht interessiert, wenn du da irgendwie beilasch. So, dann bleiben wir kurz am Springbrunnen stehen. Dann machen wir wieder einen YouTube-Cut. Da steht noch was, ne? Siehst du das, was da steht? Was kennt mein Dad be okay? Please go ahead and kill me. You guys are retard. Please find me. My boyfriend for porn. Nee, prom. Mhm. Gleiche. Make friends and find me. Hm, kannst nicht so wirklich lesen. Ich glaube, das war's. Ja, aber auf der Rückseite oben an der Statue stand noch was. Was? I'm just Unana. Graduate. Ja, okay. Mal ansehen. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Tja,
Okay, aber jetzt machen wir den YouTube-Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, mit der Drohne, Daumen hoch, ansonsten Daumen runter. Wenn ihr einen Daumen runter macht, dann bitte einen Kommentar. So.